damit willkommen zurück zu Mario und Luigi's Superstar Saga für den Game Boy Advance. Ja, wie versprochen, ich habe die Feinde hier besiegt. Ich bin auch nochmal zurückgegangen. Im Duett-Modus ist das ja etwas einfacher, die anderen Feinde zu besiegen. Immer vergessen, ehe wir hier weitergehen, blicken wir kurz auf die Änderungen. Mario und Luigi sind jeweils ein Level aufgestiegen. Mario hat 69 Herzpunkte, 45 Brüderpunkte, 106 im Angriff, Verteidigung 134, das war beim letzten Mal noch 132. Blick auf Luigi noch 72 Herzpunkte, 36 Brüderpunkte, 92 Angriffspunkte, 137 Verteidigungspunkte. Wer sich jetzt fragen tut im Übrigen, Moment mal, das ist doch noch unter 100 Verteidigung im Level-Up-Menü. Gebe ich euch vollkommen recht. Wir haben aber die Cooper-Hose an und das wird nur jetzt in dieser Anzeige hier mit drauf gerechnet, die Verteidigung. Denn man kann ja die Hosen wechseln, sprich im Level-Up-Menü hat man den Standardwert und man kann ihn je nachdem verändern. Mit Hosen, mit Orden, was weiß ich, auf die Orden bin ich gar nicht so richtig eingegangen. Braucht man auch nicht in diesem Spiel. So. Machen wir weiter. Ah, jetzt sind wir hier an der Stelle mit den Kerzen. Hier sehen wir Wasser. Hier sehen wir eine zu Tür. Wir gehen mal noch auf die andere Seite. Okay. Geht's da... Okay. Mein Gott, was für penetrante Typen. Ich wette, bei Frauen habt ihr einen schweren Stand, oder? Hier haben wir wieder so einen Kessel und neue Feinde. Okay. Ah, aber nur zwei von unseren kleinen Geistern. Jetzt ist mir das von unseren Schleim so. Was ist mir da Name entfallen? Das kam ich nicht aus das Wort Schleim, ne? Dann nenne ich ihn einfach mal Geist. Ja, immerhin. So, im Angriff hat das aber leider noch nicht viel getan für Luigi, wie ihr sehen könnt. Wir ziehen leider immer noch 42 ab. Ist also noch nicht allzu viel. Vorsicht. Ah, Mann. Wäre ich ja mit Mario stehen geblieben. Ich habe auch kaum Siruppe mehr. Also wir müssen hier diese Welt... Mist, Luigi. Kackt mir nicht ab. Aber wenn, dann bin ich schuld. Ich muss mir auch in der Stadt dann, wenn wir diesen Witztempel überlebt haben, unbedingt Sirup kaufen. Ich habe eigentlich gesagt, man kommt so hin, aber je nachdem halt. Schauen wir mal, noch ist das Ganze nicht problematisch, aber ich habe Angst. Okay. So. Das dürfte gegessen... Ah, Mist, hätte ich doch ja die Brüterattacke ausgeführt. Ah. Wie man es aber manchmal auch macht, macht man es falsch, fürchterlich. Okay, die Großen habe ich halbwegs in... Die Großen habe ich halbwegs unter Kontrolle. So, wir müssen mit Marios Flammenbrüder agieren. Und zwar müssen wir jetzt so viel wie möglich A drücken und Luigi kann nun mit B drücken. Ah, und ich sehe, das bringt überhaupt gar nichts. Die gehen eigentlich auf alle, aber... Na doch, den einen hat's gebracht und vielleicht haben wir Glück und er heilt den anderen jetzt nicht. Schade. Er heilt ihn nicht. Ah. Okay. Yeah, supi. So. So, der hat brennende Haare. Wunderbar, der haut ab. So. Jetzt stehen den... Finde ich echt cool, die Animation, wie die kurz den Haare zu Berge stehen.
Ich habe was gedacht, vielleicht liegt das daran, aus Elektroangriff und dann Feuer. Aber das kann ja gar nicht daran liegen, weil Feuer leitet. Elektrizität leitet kein Feuer so richtig. Also zumindest macht es nicht so einen logischen Sinn. Ne? Da ist Wasser vielleicht dann doch schon was anderes. Okay. Hier können wir nochmal was zerstören. Sehe auch, wir können. Okay. Ah, nur Items. Vielleicht finden wir ja mal einen Sirup. Ach nee, wir können hier Tennis spielen. Ja, das ist Mist. Das brauchen wir jetzt nicht zu machen, wenn ihr mich fragen tut. Gehen wir doch nochmal zurück. Ich glaube, ich musste auch die Kerzen auspusten davon. Ne? Das machen wir mal noch ganz schnell. Wir haben Mario vorne dran. Wir können mit Luigi mit einem Hammerangriff hinten draufhauen. Oder auch nicht. Ne, okay, alles klar. Aber ich hab's eigentlich noch so im Kopf gehabt, dass ich das machen muss. Aber. So. Dann gehen wir jetzt mal in den Raum hier. Nach rechts. Oh, neue Feinde. Oder beziehungsweise es heißt neu, nicht ganz. Bekannte Feinde. Ah, ich wollte Luigi heilen. Das habe ich mir nur gedacht und noch nicht gemacht. Okay. Ah, Mist. Schade. Denn falls doch mal was schief geht, ne? Ich meine, gut, bei denen geht's hier, bei den Großen, ne? Oh, wir haben eine Freirunde. Deshalb, oh, wir haben sogar einen Toy gekriegt, deshalb gehen wir mal auf den. Ja, wir haben alles richtig gemacht in dem Sinne. Konnten uns eventuell eine Runde sparen. Ja, es hat schon geklappt. Oh, wir haben sogar einen Lebenspilz gekriegt. Ah, da unten steht natürlich ausgerechnet so ein Feind. Ich wollte nur bei den einen abhauen. Wegen, Luigi heilen. Weil da oben stand ja noch so ein Cooper-Ding. Ah, komm, den kriegt man jetzt auch noch hier hin, ne? Sauber. So, und jetzt nur noch den hier. Ah, er schenkt uns diese Runde. Ich sag immer, er schenkt uns diese Runde, weil das langsame Angreifen ist eigentlich auch nicht so schwer auszuweichen. Wie ihr sehen könnt. Es ist vielleicht beim ersten Mal komisch, weil man denkt, oh, jetzt geht das bestimmt rasend schnell, aber bei denen ist das genau andersrum. So, wir nehmen Sirup, aber wir setzen ihn jetzt nicht ein. 36 geht auf bei Luigi und 22 bleibt eins übrig. Na gut, 21 ist so streithalber, aber sonst. Okay, hier unten haben wir schon mal das Feuer, wo wir diesen Kessel da oben anbraten können. Anbraten. Man merkt, dass ich keine Erfahrung im Kochen habe. Kessel anbraten. So. Blub, 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 blub. So, wir müssen wieder nach oben. Wir müssen diesen Para, Koopa, was weiß ich. Wir müssen uns nicht dem Kampf stellen. Das ist schön. So. Luftströmung erzeugen.
Ah, ja, klar, ja. Kerzen aus, jetzt, genau. Also ich habe tatsächlich diesen Tempel halbwegs noch in Erinnerung. Geht's nach oben. Und ja, ich würde meinen, ich glaube, es kam ein Bossgegner. Und an dieser Stelle sage ich erstmal Tschüss, auf Wiedersehen. Euer Michael sagt Tschüss, habe ich schon gesagt. Ne? Kann das sein? Ja. Na gut, dann sage ich nochmal offiziell. Euer Michael sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.